Das Projekt Migrationspolitik wurde umgesetzt. Das ist schön. Und da sind wir auf 0. Und guck mal, minus 40. Mhm. Das ist ein unglaublich großer Hebel. Wir müssen den weitermachen. Sri Lanka hat sich dem Block Bündnis von Thailand angeschlossen. Okay. Letzte Chance. Das Spendensammlungsereignis ist bald zu Ende. Das ist unsere letzte Chance, um mit unseren Beiträgen für die Sache einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wenn wir uns anstrengen, können wir sogar unsere Rivalen übertreffen. Ja, wir haben ausführlich darüber diskutiert. Mhm. Beenden wir das mit Stil. Ja. Ja, definitiv. Hier oben sind wir Finanzierung, Fluthilfe, unser Rang 1. Das heißt, wir haben am meisten Geld gegeben. Und tatsächlich sind wir ja geldtechnisch in einer guten Position. Also beenden wir das mit Stil. Und ich glaube, es ist wieder soweit. Ja. Ask for governmental assistance. Bitte gebt uns... Wollen wir zuerst investieren? Können wir nicht. Wir haben keine Aktionspunkte. Ach ja. Ja, dann, ja, bitte. Ja. Auf jeden Fall. Sofort, sobald wir Aktionspunkte haben, ist das Erste, was ich mit Australien mache, investieren. Die Sammlung zugunsten der Opfer der Naturkatastrophe ist abgeschlossen. Hoffentlich kann unsere Unterstützung Ihnen dabei helfen, die schlimmste Phase durchzustehen und die Situation zu bewältigen. Gut zu wissen. Ja, ist ja eigentlich das, was wir haben wollten. Aber ich bin jetzt gespannt, was passiert jetzt noch? Genau, wenn es das jetzt war, bin ich ein bisschen enttäuscht. Finanzierungsergebnisse. Eine Spendensammlung zur Entsendung von Hilfe, um die Folgen der verheerenden Naturkatastrophe zu bekämpfen. Belohnungen. Neuseeland, 150 Punkte. Beziehung zu allen, plus 10 für 500 Tage. Okay, wir kriegen Punkte. Polen hat am zweitmeisten gegeben anscheinend und die kriegen 100 Punkte. Und okay, das ist ja mal interessant. Also wenn man hier oben, da oben war dann so etwas, welchen Rang wir einnehmen. Und erster Rang bei so einer Spendensammlung gibt einem Punkte und Beziehungen zu allen anscheinend. Das ist gut zu wissen. Also haben wir unser Geld, von dem wir im Moment echt auch reichlich haben, nicht zum Fenster rausgeworfen, sondern haben tatsächlich etwas Gutes getan dafür. Definitiv. Das ist schön. Sehr schön. Diplomatische Aktion. Ich freue mich auch so ein bisschen. Nein! Darüber freue ich mich nicht. Diplomatische Aktion fehlgeschlagen. Wir sind noch bei minus 46. Wir müssen jetzt nochmal 30 Tage warten, bis in den April rein. Die in Frankreich durchgeführte diplomatische Aktion Investition ist fehlgeschlagen. Was weitere Konsequenzen nach sich zieht, minus 5 für 60 Tage. Ja. Neues Land erstellt. Republik Gilgit. Wo ist die Republik Gilgit? Oh. Die Republik Gilgit. Nördlich des gehörte mal zu Horsti, hier hast du deinen Kaschmir-Konflikt. Das ist Jammu und Kaschmir, Assad Kaschmir. Das hier ist anscheinend aus der Kaschmir-Region, hat sich ein eigener Staat gebildet. Kultur in der Provinz Kaschmirisch. Bitte? Was hast du gesagt? Ja. Mal gucken, wie lange der da ist und wie das mit der internationalen Anerkennung läuft. Ja. Also man kann natürlich erstmal einen Staat gründen, aber mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Ja. So, wir sind hier mit der unser BIP-Wachstum. Die Weltwirtschaft liegt am Boden. Und unser BIP ist... Guck, wie gut es uns geht. Ja, wirtschaftstechnisch sind wir gut aufgestellt. Und das mit den AP, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Jetzt muss es nur noch April werden, Ende April. Und wir fragen Australien nochmal nach
nochmal nach Aktionspunkten und ja, dann geht's weiter. Also, neues Einkaufszentrum. Ein privater Investor möchte ein neues Einkaufszentrum in unseren Städten errichten. In unserer Städte. Er benötigt unsere Erlaubnis, um mit dem Bau zu beginnen. Erteilen wir ihm die Erlaubnis, nachdem wir die Umweltverträglichkeit und die wirtschaftlichen Folgen entsprechend geprüft haben. Geld AP, BIP-Wachstum plus 0,03 für 50 Tage, Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,01, das ist gut. Wir brauchen ein wenig Zusatzmotivation. Wir sagen, er soll uns bestechen. Interessant. Und Unzufriedenheit steigt. Wir haben schon genug von diesen sinnlosen Einkaufszentren. Arbeitslosigkeitswachstums plus 0,01, BIP-Wachstum minus 0,02, Interventionismus plus 1 und AP 75. Ja, eigentlich ist er, endlich gibt's mal Antworten, wo ich sagen, also, ja, erteilen wir ihm die Erlaubnis, nachdem wir die Umweltverträglichkeit und die wirtschaftlichen Folgen entsprechend geprüft haben. Finde ich eine super Antwort, die ich sofort geben würde. Endlich mal eine Formulierung, bei der ich total gut mitgehen kann. Ja, würde ich auch machen. Es sei denn, die sagen uns jetzt, jo, wir können das nicht machen, weil wir keine AP haben, aber ich glaube, das passiert nicht. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Hat funktioniert. Schön. Ich bin mir nicht sicher, ob die das langfristig im Spiel so lassen, weil eigentlich ja, müsste es irgendeine Form von Konsequenz geben. Keine Ahnung, das Parlament widerspricht der Regierung oder irgendwie sowas. So ganz ohne. Nun gut, ja, aber gut für uns jetzt im Spiel. Ja, gut für uns. Okay, wir haben jetzt April. Es müsste bald soweit sein. Noch 9 Tage. Alles klar. Am 21. April können wir Australien wieder fragen. Düdel-düdel-dü. Jetzt. Bitte. Bitte. Gott sei Dank dauert das immer nur 5 oder 6 Tage. Ach, wurde erfolgreich umgesetzt. Großartig. So. Als erstes. Positive Aktionen. Ich möchte gerne investieren. Auch nur 65%. Hm. Aber so ist es halt. Und ich möchte... Ja, diplomatische Missionen brauchen wir eigentlich nicht. Wollen wir Wohlwollen erlangen? Wir sollten versuchen, Wohlwollen zu erlangen, damit wir die Erfolgschance boosten können. Ja. Ja. Und ansonsten ist unsere Beziehung 165. Das ist super. Sehr schön. Ach, und wir können jetzt, wir können wieder etwas erforschen. Also, wir könnten bei Blockintegration vor... Ah, nee, da erforschen wir ja schon etwas, nämlich die Zugang zu wissenschaftlichen Archiven. Sozialpolitik haben wir eben was Wundervolles. Wir können hier Anti-Migrationspolitik. Das ist ja interessant. Oder Pro-Migrationspolitik. Wie spannend. Pro-Migration. Ich finde es auch interessant, dass... Ja. Erstens, dass man erstmal Migrationspolitik erforscht und man sich dann entscheiden kann, ob man dafür oder dagegen ist. Und dass dieses Dagegensein zu Visapolitik führte. Es gab noch einen anderen Weg zu zu Visafreiheit zu kommen. Also man kann das auch über die sozialen Zuschüsse machen, aber ich finde diesen Weg sehr interessant. Ja, und auf jeden Fall. Und die Visafreiheit, weiß ich nicht, könnten wir machen, würde wahrscheinlich im Sinne unseres Arbeitsmarktes gar nicht so schlecht sein. Und Tourismus und so. Mhm. Aber das weiß ich nicht. Soziale Sicherheit ist ja auch nicht so schlecht. Also Pro-Migrationspolitik könnten wir machen. Soziale Zuschüsse gibt uns IME plus 1. Unzufriedenheitszielwert minus 1.
Arbeitslosigkeitswachstum plus 0,01, das könnten wir uns sogar auch leisten. Und soziale Sicherheit, IME auch plus 1. Kosten durch Schulden erhöhen sich um 15%, wir haben aber keine Schulden. Mindeststeuersatz erhöht sich um 2. Und das BIP-Wachstum wird erniedrigt. Ich kann leider gerade nicht erkennen, um wie viel. Könntest du mir das sagen? Minus 0,02. Na, es ist verkraftbar. Ja, ich würde an dieser Stelle allerdings tatsächlich pro Migrationspolitik machen wollen, wenn ich aus diesen drei wählen müsste, aus dem einfachen Grund, weil hier, wir haben zwar kein IME, wir kriegen aber ein Bevölkerungswachstum. Wo wir eben wegen dem demografischen Wandel schon, und wir sind jetzt im Moment auf 0,00. Bevölkerungswachstum plus 0,01, das heißt, unsere Bevölkerung wächst langsam und mehr Bevölkerung gibt uns auch mehr Aktionspunkte. Und wir haben die neue Aktion freigeschaltet, wir können Aufnahme von Einwanderern machen. Fände ich verlockender, diese Option zu haben. Also und Unterhalt ist nur ein AP. Für mich sauber durchargumentiert. Danke. Dann machen wir das. So. Okay. So, ich sehe gerade. Ich bin noch auf Pause. Gut. Von Horsti kam einmal Physik. Und von Edelhack kam einmal Random Politiklexikon. Mit der Nummer 23, Romy. Ist das zu weit vorne? Das weiß ich noch nicht. Ich bin echt gespannt. Ja, also nee, ist nicht zu weit vorne. Ich ganz persönlich finde es ein schönes Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das heute noch, also ob ich das heute noch so kognitiv schaffe. Okay. Es geht um, ich lese euch mal kurz die Überschrift vor, unitarische und bundesstaatliche Optionen vom gouvernementalen zum kooperativen Föderalismus. Okay. Das ist sozusagen einmal Föderalismusentwicklung in Deutschland und ich glaube, die letzten zwei Föderalismusreformen sind schon gar nicht mehr drin. Einmal was ist denn überhaupt, also was ist denn überhaupt was heißt denn Föderalismusreform? Also dass wie Bund und Länder miteinander umgehen, dass das reformiert worden ist, oder wie muss ich das verstehen? Genau. Ich überlege gerade. Okay, also dieser föderale Ansatz ergibt sich in Deutschland einerseits aus der Historie, aufgrund der Vielstaaterei. Also das ist so ein relativ altbekanntes Prinzip. Dazu gab es relativ starke kommunale Selbstverwaltungsansätze, schon spätestens mit den preußischen Reformen. Und zunehmende Verwaltungsmodernisierung. Und dann war Föderalismus auch noch ein einfaches Prinzip, was man auch aus der katholischen Kirche beispielsweise kennt. Die ist auch so gegliedert. Du hast den Papst oben und dann wird es auf der nationalstaatlichen Ebene oder in den jeweiligen Regionen immer weiter runtergegliedert bis zu den einzelnen Organisationen. Also es ist im Endeffekt eine Art und Weise, wie man einen Staat organisiert. Schlussendlich. Und auf der einen Seite, wenn man sich das anguckt, gibt es Unterschiede. Es gibt Zentralstaaten, wie beispielsweise Frankreich, und man versucht wirklich aus der, wo Politik nur versucht wird, zentral zu verwalten, mit wenigen oder nicht allzu großen lokalen Unterschieden. Bei uns ist das halt völlig anders gedacht. Da geht es darum, das ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, dass die Ebene, die am ehesten dafür geeignet ist, bestimmte Probleme, bestimmte politische Aufgaben zu lösen, dass die damit auch betraut ist. Das ist das, was wir vorhin auch hatten im Random Politik-Fact mit der Verwaltung. Dass wir die Bundesverwaltung haben, die Landesverwaltung und die Kommunalverwaltung. Und
bei dem Morcus IV beispielsweise haben wir uns auch immer wieder darüber unterhalten, ob das wäre jetzt eigentlich eine Aufgabe für die Bundesländer oder für die Kommunen. Bibliotheken wären Aufgabe der Kommunen, Bildung Aufgabe der Bundesländer. Und die einzelnen Bundesländer haben in Deutschland Staatsqualität. Deswegen haben die auch eine eigene Verfassung und ein eigenes Parlament und so. Und dort soll ermöglicht werden, dass die Macht aufgeteilt wird, dass man eben nicht den starken Menschen an der Spitze hat, sondern dass es aufgeteilt wird, genau, dass die Macht aufgeteilt wird auf unterschiedliche Schultern und damit natürlich Politik kontrollierbarer, aber auch nachvollziehbarer. Weil es was anderes ist, ob die in Berlin entscheiden oder ob das die Kollegen in Magdeburg sind oder ob das diejenigen sind, die im Stadtrat sitzen und denen man vielleicht beim Bäcker über den Weg läuft. Also es ist eine ganz andere Nähe von politischen Entscheidungen zum jeweiligen Individuum. Und in Deutschland gab es einfach eine Entwicklung über die Zeit, dass sich ein sehr kooperativer Föderalismus herauskristallisiert hat. Also die Bundesländer stehen einerseits in Konkurrenz, gleichzeitig versucht man aber, dass die Unterschiede nicht zu groß werden, weil es in der Bundesrepublik den Anspruch der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gibt. Also es ist immer so ein Spannungsverhältnis der Staaten untereinander, aber auch ein Spannungsverhältnis zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern. Da geht es einerseits um Macht und um Interessen, ganz klassische Politikbegriffe, also darum, bestimmte politische Entscheidungen durchzusetzen, aber natürlich auch um die Finanzierung. Also derjenige, der entscheidet, oder derjenige, der finanziert, möchte auch gerne entscheiden. Und das führt immer wieder zu Herausforderungen. Das ist immer wieder ein Spannungsverhältnis. Und das zeigt sich, glaube ich, ganz gut im Bereich der Hochschulen. Und eine der zentralen letzten Veränderungen gab es, als das Kooperationsverbot aufgehoben worden ist und dann auch Gelder dementsprechend weitergeleitet werden konnten. Ansonsten gibt es halt so Projektansätze, dass es Bundesprogramme gibt, wo beispielsweise auch Gelder an die Kommunen gehen können, aber das funktioniert nur in diesen Kontexten. Ansonsten darf beispielsweise der Bund den Kommunen nicht direkt Gelder zahlen. Also wir haben halt immer wieder diesen Aufbau, der sich strikt durchzieht. Und es geht um eine Aufgabenverteilung und eine hoffentlich gute Problemlösungsfähigkeit des Staates und auf der anderen Seite aber auch um eine Machtverteilung und Kontrolle. Ja, und das steht einfach in einem ständigen Spannungsverhältnis und muss immer wieder neu ausdiskutiert werden. Und das sehen wir gerade auch, glaube ich, ganz gut in der Reaktion auf die Pandemie. Ja, also das ist ja auch mal ein neues, sehr interessantes Spannungsfeld, wo einige Unzulänglichkeiten vielleicht auch zutage treten, oder? Naja, zumindest sieht man jetzt relativ schnell, was nicht funktioniert. Ja. Das, auf der kommunalen Ebene sieht man es halt nochmal so ein bisschen direkter. Da kann man sich die Fragen stellen, wer kontrolliert denn beispielsweise die Oberbürgermeister oder wie arbeitet die Stadtverwaltung zusammen? Wie ist das alles organisiert? Das sind alles Sachen, die uns jetzt auffallen. Und natürlich auch, wie partizipativ sind die eigentlich? Das trifft auf den Bund zu, auf das Land auch und sicherlich auch und vielleicht auch in besonderem Maße auf die Kommunen. Weil nur wenn es einen stetigen Austausch zwischen Bevölkerung und Politik und Verwaltung gibt, man also wirklich eine Wirkungsabschätzung machen kann und eine Folgenabschätzung, kommt man ja zu guten Ideen. Das Problem ist aber, dass das dauert und das ist normalerweise ein sehr, sehr langer Aushandlungsprozess. Und alle Organisationen, die für diese Interessenorganisation innerhalb der Gesellschaft zuständig sind, die haben ja genau das gleiche Problem wie jeder andere auch. Also musst du irgendwie gucken, dass du trotzdem arbeiten kannst, dass du die Digitalisierung noch mitkriegst und dass du irgendwie nicht durchdrehst in dieser Pandemie. Und jetzt geht es im Endeffekt hoffentlich darum, dass man diese einzelnen Dominosteine nicht fallen lässt, sondern es genug Unterstützungsstrukturen gibt und vielleicht auch, weiß ich nicht, nochmal eine Idee, wie wir über die nächsten 3 Monate kommen. Oder 4. Und das ist halt auch wieder eine Form des demokratischen Zusammenlebens an der Stelle.
Ja. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir diese Pandemie ob dann in irgendeiner Form Lernprozesse einsetzen. Ich bin, was das angeht, an der Stelle wahrscheinlich etwas pessimistisch. Ich bin Berufsoptimistin, von daher. Okay. Horst, die hat auch nochmal Kanalpunkte rausgehauen für Physik und das würde ich jetzt auch nochmal gerade machen. Und dann machen wir weiter. Hochspannung ist mein Thema, über das ich mal kurz sprechen wollte. Aber über einen ganz bestimmten Bereich. Nämlich, ich stelle mir manchmal komische Fragen und ich habe mich vor schon relativ längerer, schon ein paar Jahre her, dass ich mich mal gefragt habe, wenn ich viel Bahn gefahren bin, wie kommt das eigentlich bei den Hochspannungsleitungen, dass es da manchmal so Sachen gibt, wo zwei oder drei oder manchmal sogar vier Kabel über eine Leitung laufen. Das macht ja irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Warum ist das Redundanz? Was steckt dahinter? Und um das zu beantworten und zu erklären, weil das hat direkt mit der Physik zu tun und die sehr, sehr spannend ist, will ich kurz einmal auf das eingehen, was es so an Stromleitungen gibt, die man so über Land sieht. Die Mittelspannung, das, was wir so in den Wohngebieten und sowas haben, also was noch nicht Hochspannung ist, ist so 10 kV, also Kilovolt, Entschuldigung, 10 kV, 20 kV, 30 kV und 35 kV. In den Gebieten der ehemaligen DDR gibt es auch noch teilweise 15 Kilovolt, aber die werden gerade meist sind die im Rückbau begriffen. Und eine Bahnoberleitung hat in der Regel auch 15 Kilovolt mit einer geringeren Netzfrequenz. Aber das ist nochmal ein Thema für was anderes. Hochspannung geht dann los. Ist in der Regel eigentlich in Deutschland Hochspannung sind 110 Kilovolt. Man nennt das auch Bahnstrom oder Überlandleitung, so gemeinhin. Und das Übertragungsnetz nennt man eigentlich Höchstspannungsleitungen. Die haben 220 oder 380 Kilovolt. Es gibt auch Leitungen, die gibt es aber nicht in Deutschland, die in den Megavolt-Bereich reingehen. Aber wir wollen mal über die 220 Kilovolt und die 380 Kilovolt sprechen, weil das, was interessant ist, ist die Corona-Entladung. Hat man vielleicht schon mal gehört, den Begriff Corona-Entladung, sind Entladungen auf der Oberfläche von Hochspannungsleitungen, meistens im UV, aber man kann sie auch als blauen Lichtblitz wahrnehmen. Und wenn irgendwo an der Stromleitung irgendetwas blitzt, dann hat man das hoffentlich auch schon irgendwie in der Intuition drin, dass dabei dann wohl Energie verloren geht und dass das was Schlechtes ist. Wie entstehen diese Corona-Entladungen? Wenn die Spannung in einem Kabel im Vergleich, also wir gucken uns jetzt Potentialgefälle an, nichts anderes ist eine Spannung zwischen Erdboden und dem Kabel. Also wir müssen hier nicht Plus und Minus gucken, sondern wie ist das Potentialgefälle zwischen Erdboden und Kabel? Und auf dem Kabel herrscht eine große Spannung und der Boden hat einfach null Erde. Also da kann man den Strom reinleiten. Und wenn man da halt eine hohe Spannung hat, kann es passieren, dass die Krümmung des Kabels spielt eine Rolle. Das heißt, wenn die Krümmung groß genug ist, der Krümmungsradius der Leitung groß genug ist, dann kann es passieren, dass die Spannung, also das Potentialgefälle zum Erdboden, so ein großer Unterschied ist, dass fast die, wie nennt man es, die Durchschlagfestigkeit der Luft erreicht wird. Das heißt also, dass es eine Entladung, eine Ionisierung der Luft durch die Krümmung am Leiterkabel gibt. Eine Möglichkeit ist, das Kabel dicker zu machen. Bei Überlandleitungen macht das wenig Sinn. Und deswegen benutzt man Bündelleiter. Also wenn man so drei oder vier Kabel nebeneinander sieht, in so einem, also so, wenn man guckt, die sind vielleicht 20 oder 30 Zentimeter auseinander, so vier Kabel nebeneinander. Das sind meistens 380 Kilovolt Leitungen. Weil was dann passiert? Diese Kabel liegen alle auf demselben Potentialniveau. Und dann spielt nicht die Krümmung des einzelnen Kabels eine Rolle.
damit Corona-Entladung. Wir sprechen ja nicht über den Durchsatz oder so oder wie viel Strom damit transportiert werden kann. Strom ist was anderes oder Energie. Wir sprechen hier nur von der Spannung und wir wollen die Corona-Entladung vermeiden. Und das kriegen wir hin, indem wir die Krümmung jedes Kabels vergrößern. Diese vier und im gleichen Abstand befindlichen Kabel liegen jetzt auf demselben Potenzial, haben dieselbe Spannung. Und dadurch spielt nicht mehr die Krümmung jedes einzelnen Drahtes eine Rolle für die Corona-Entladung. Corona-Entladung übrigens mit K, also es hat wirklich nichts mit dem Virus zu tun. Sondern der Abstand unter den Kabeln. Das heißt, wenn man diese vier Kabel nebeneinander macht, dann muss man denken, diese Kiste aus den vier Kabeln muss man dann so quasi kreisrund denken und diese Oberflächenkrümmung des Potenzials, wenn das in vier Kabeln zusammenläuft, ist viel größer, sodass es kaum zu Corona-Entladungen kommt und auch zu keinem Energieverlust dadurch. Man bündelt also einfach vier Kabel, um Corona-Entladungen in Höchstspannungsleitungen zu vermeiden und schon hat man eine höhere Effizienz in der Energieübertragung, weil man einfach ganz wenig Corona-Entladungen hat und so effizienter Energie über weite Strecken transportieren kann. Das war die Physik. Und ich glaube es gibt auch eine großartige Folge von Omega Tau also es ist ein Podcast, der Omega Tau Podcast über Hochspannung und wie das genau funktioniert. Die erklären das da nochmal eine Nummer besser, als ich das jetzt gerade in kurzen Sätzen gemacht habe, aber man muss sich da auch irgendwie 2,5 Stunden wird sich da nur mit Hochspannung beschäftigt. Das ist klar, dass die ein bisschen mehr erklären können. Aber auf jeden Fall gibt es eine Folge zu Hochspannungsleitungen bei Omega Tau. Eine durchaus interessante Podcast-Folge. So, dann lassen wir mal die Zeit weiter ein klein wenig weiter verstreichen. Wir haben zwei Projekte am Laufen. Und ich glaube, Romy, kein Projekt zu machen, hilft uns nicht bei dieser AP-Geschichte. Auf den Unterhalt für Aktionspunkte zu achten, ist wichtig. Und dann, ich glaube, hier nicht zu handeln, ist keine wirkliche Option. Im Grundsatz will ich dir nicht widersprechen, möchte aber zu bedenken geben, zumindest, dass wir für ein paar Sachen einfach auch sehr viele Aktionspunkte brauchen, um sie umzusetzen. Ja. Und momentan kommen wir immer nur auf die 2.500 von Australien. Ja. Das ist so das Maximum irgendwie. Vielleicht schaffen wir es irgendwann selber, welche zu generieren. Momentan ist das noch nicht der Fall. Aber ich meine, wir waren heute schon im Stream schon mal bei minus 141 und jetzt sind wir bei minus 147. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels und ich hoffe, es ist kein Zug. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Yay, wir haben Wohlwollenspunkte mit Australien erlangt. Wir können unsere Erfolgschancen steigern. Illegale Einwanderer. Wir haben Informationen erhalten, wonach eine große Gruppe von Einwanderern unsere Grenze überschritten hat und unterwegs in Richtung unserer Hauptstadt ist. Okay, unsere Provinz Wellington. Ergreift sie. Huiuiui. Minus 200 und minus 100 AP. Oder lass sie zufrieden. Persönliche Kontrolle minus 2. Provinzbevölkerung plus 1. Interessant. Provinzunzufriedenheit plus 8. Sind wir im Moment bei 0. Ja, die Option gefällt mir sowohl textlich als auch von den Auswirkungen her. Die letzte. Oh mein Gott, wir sind uns uneins. Oh, endlich. Okay. Also grundsätzlich finde ich wieder beide blöd. Allerdings... Also grundsätzlich finde ich beide Varianten blöd, sowohl insbesondere in der Formulierung. Wir haben wieder dieses Schwarz-Weiß-Ding, was ich grundsätzlich nicht mag. Ja.
die Herausforderung, mit der ich jetzt gerade so ein bisschen zu kämpfen habe, ist dieses, auch wenn mir dieses Lass sie zufrieden grundsätzlich sympathisch ist, ist die Frage, welche Gesetzeslage haben wir bei uns im Land? Mhm. Und wo fangen wir an, dass diese Gesetze nicht mehr durchzusetzen? Mhm. Und wo hören wir auf? Also läuft es... Ich überspitze das jetzt mal. Nee, ich überspitze das gar nicht, weil das eine Debatte ist, die immer überspitzt wird. Ich überspitze es nicht. Wenn wir nur diese beiden Varianten haben, bin ich bei dir, bin ich gar nicht bei dir, dann muss ich tatsächlich also eher bei ergreift sie sein, was nichts mit der Formulierung zu tun hat, sondern rein mit der Durchsetzung von den Sachen, die bei uns Recht und Gesetz sind. Wir wissen aber nicht, und ich weiß auch nicht, ob dieses ergreift sie quasi immer noch auf rechtsstaatlicher Basis ist oder nicht. Und da mich beides nicht zufriedenstellt, würde ich das aufgrund der Auswirkungen entscheiden. Und da gefällt mir das mit der Provinzunzufriedenheit halt gar nicht. Provinzbevölkerung wäre gut und persönliche Kontrolle hat uns eh so ein bisschen gestört. Ja gut, da haben wir im Moment nur einen und wir senken sie um 2. Also mir geht es nur darum, dass wenn es ein Rechtsrahmen gibt, ja, ich verstehe den Punkt. Der ja irgendwie auch in einem demokratischen Prozess verabschiedet worden ist von einem Parlament, haben die sich ja was dabei gedacht. Das heißt jetzt erstmal noch nicht, dass die sich immer was Gutes dabei denken oder dass das in der Ausführung vielleicht nicht fehlerhaft sein kann oder wie auch immer oder dass man Sachen nicht überarbeiten kann. Das heißt es nicht. Ja. Aber wenn man Sachen überarbeitet, muss man zumindest anerkennen, dass es quasi eine Rechtsgrundlage gibt, eine bestehende. Mhm. Und ja, es steht auch nichts dabei. Eine große Gruppe von Einwanderern unsere Grenzen überschritten und ist unterwegs in Richtung unserer Hauptstadt. Das ist jetzt nicht, hier steht weder, dass es Flüchtlinge sind, aber hier steht auch nicht, dass es illegale Einwanderer sind. Das steht nur in der Überschrift. Oh. Aber es steht in der Überschrift, dass es illegale Einwanderer sind. Du hast recht. Also wir wissen auch nicht, was eigentlich die Definition von einer großen Gruppe ist. Und sie sind unterwegs in Richtung unserer Hauptstadt, Punkt, 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 um was zu tun. Ja, das suchen ist so die Arbeit? Bisschen, vielleicht. Genau, suchen sie Arbeit? Hätten wir, aber da wäre es zumindest cool, wenn wir vorher miteinander reden, wer denn hier eigentlich wo ist und wie man das jetzt so gemeinsam bewerkstelligen kann. Das kriegt man aber nicht hin, wenn wir bei Lass sie zufrieden sind, weil dann laufen die ja einfach weiter und so. Ja. Aber bei Ergreift sie kriegen wir es auch nicht hin, weil in der Formulierung, da reden wir auch nicht mehr. Richtig. Du hast jetzt bin ich total bei dir, dass mir beide Sachen plötzlich nicht mehr gefallen. Das hilft uns nur nicht weiter. Wenn dir noch eins mehr gefallen hätte, hätte ich mich geschlagen gegeben. Mir gefällt, lass sie zufrieden wegen der Provinzbevölkerung besser, weil eine Bevölkerung mehr gibt plus 2 AP jeden Monat. Ja. Das ist auch bei mir der einzige Grund, der jetzt für mich dafür sprechen würde, weil ich es nur danach irgendwie bewerten kann. Ja. Und Bevölkerung brauchen wir. Ja. Wir müssen aus der AP-Krise irgendwie rauskommen, deswegen würde ich das hier machen. Ja. Okay. Und wir haben Juni. Ja. Und ich möchte gerne... noch 25 Tage. Alles klar. Können wir positive Aktionen... nö. Okay, noch 25 Tage, dann können wir Australien wieder fragen. Und wir sind gleich mit der nächsten Block. Zugang zu wissenschaftlichen Archiven wurde umgesetzt. So, Blockintegration. Das nächste hier unten wäre Forschungsstipendien. Brauchen wir 2200 Aktionspunkte für.
Geldunterhalt für Blockanführerprojekte minus 10. Na, Geldunterhalt. Wirtschaftliche Integration. Hm. Ich finde Forschungsstipendien super wichtig. Ja. Ich bin jetzt sehr orientiert auf, können wir irgendwas für AP machen? Ich gucke jetzt gerade bei militärischer Integration, was denn danach kommt. Wehrpflicht von Ausländern, Sprachverbreitung. Was gibt denn Sprachverbreitung? Blockbeziehungen, soziale Integration. Oh, das hier gibt, also es gibt IME wow. des Blockführers 5, IME des Blockmitglieds plus 5. Also mal einfach hier oben 5. Was hier einen Boost gibt. Aber ich kann nicht erkennen, was da in Rot steht. Grundlegende militärische Integration. Wir müssen, bevor wir Sprachverbreitung machen können, müssen wir grundlegende militärische Integration anschieben. Und das könnten wir uns tatsächlich leisten. Ja, also einerseits, weil wir wahrscheinlich da sowieso über kurz oder lang irgendwann hingekommen wären. Auf der anderen Seite, es ist einfach kein anderer Staat da, der uns im Fall des Falles jetzt unterstützen könnte. Mhm. So mit militärischer Macht, von daher gar nicht so schlecht. Bei der Sprachverbreitung finde ich es ein bisschen interessant, weil es halt Australien und Neuseeland sind. Ja. Zumindest mit einer der Hauptsprachen ist ja die gleiche. Ja. Dieselbe. Ja, aber die Tech Tree soll ja für jedes Land zusammenpassen. Also, aber da, dann kommen wir oben in diesen kulturellen Bereich. Der könnte wahrscheinlich auch noch uns fördern. Aber dann machen wir jetzt mal militärische Integration hier. Grundlegende militärische Integration. Das finde ich gut. Und dann haben wir schon wieder keine Aktionspunkte mehr. Aber unser Bruttoinlandsprodukt geht ab. Oh ja, die Weltwirtschaft geht ab. So, diplomatische Aktion. Investition wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Das ist sehr schön. Die Weltwirtschaft erholt sich gerade wieder und unser Bruttoinlandsproduktwachstum geht gewaltig nach oben. Das ist super. Bevölkerung ist von Neuseeland jetzt 51. Arbeitslosenquote sinkt. Unsere Arbeitslosigkeit sinkt um minus 0,03. Das ist sehr, sehr gut. Und die Wirtschaft wächst gerade wie bekloppt. Das ist echt cool. Ja, wie... Das haben wir gut gemacht heute. Ja, und wir brauchen noch 20 Tage. Ach so, genau. Haben wir gut gemacht heute, ist ein gutes Stichwort. Das ist eigentlich mal ein guter Zeitpunkt, um vielleicht mal für heute den Sack zuzumachen. Genau, ich hab Romy gesagt, ich möchte gerne so gegen 1 Feierabend machen. Ich gucke auf die Uhr, yo, es ist 0.47 Uhr. Ja, ich würde sagen, für heute ist genug Dienstagspolitik gemacht. Das hat super funktioniert mit dem Random Politik-Lexikon. Das waren total spannende Sachen, Romy. Und es ist schön, dass du solche Sachen machst und wir uns dann quasi abwechseln können, ein klein wenig. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich finde es auch total schön. Ja. Mir auch. Also es ist noch so ein bisschen eine Herausforderung, irgendwie aus dem relativ klein geschriebenen Text in der kurzen Zeit halbwegs einen zusammenhängenden Satz zu machen. Ich übe das aber weiter und freue mich auf das nächste Mal. Ja, ich mich auch. Nächste Woche Dienstag machen wir wieder Dienstagspolitik. Yay. Ich freue mich. Und wir haben heute haben wir einfach mal 3 Jahre geschafft. Also das ist auch zu bemerkenswert, möchte ich sagen. Ja, morgen gibt's wieder ganz normal Stellaris Orcs in Space. Letztes Mal dachte ich, es läuft alles gut. Wir haben unsere Gesellschaft umgebaut. Ich habe unsere Nachbarn durch kriegerische Aktionen immer verkleinert. Und dann ist ein altes Reich erwacht und hat mich fast kaputtgeschlagen. Aber ich konnte diesen Gefahren trotzen. Und morgen geht's weiter.
und wir erholen uns von dem nächsten Stock, den uns das Spiel versucht hat, zwischen die Speichen zu stecken. Aber der Orkrotte geht es gut. Unsere Gesellschaft wird immer offener und wir sind mittlerweile ein Vielvölkerstaat mit über 40 verschiedenen Spezies. Mal gespannt, wie es in Stellaris weitergeht. Wir nähern uns auch dem Abschnitt, den man gemeinhin als Endgame bezeichnet. Also, es wird spannend. Wenn ihr Bock habt, kommt morgen vorbei, 20 Uhr. Ansonsten, nächste Woche, Dienstag, wieder Dienstagspolitik mit Frau Höhne. Und wie das für die Dienstagspolitik zur Tradition geworden ist, weil ich einfach sage, dass es so ist, hat Romy das letzte Wort. Und jedes Mal bin ich überrascht, wenn du es sagst. Jedes Mal bin ich unvorbereitet und wünschte mir, ich hätte mir irgendwas Gutes zurechtgelegt. Habe ich aber nicht. Und insofern bleibt mir nichts weiter, als euch eine gute Nacht zu wünschen. Dir, lieber André, herzlich zu danken. Es war eine wunderbare Runde heute mit dir. Super unterhaltsam. Ich hatte sehr viel Spaß. Es hat mir gefehlt. Du hast mir gefehlt die letzten Wochen. Gleichfalls. Ich freue mich, dass wir weitermachen. Ich muss schon Tropico spielen. Oh, es gibt Schlimmeres, was einem passieren kann. Definitiv. Kommt gut in die Nacht und bis nächste Woche. Tschüss.